Wer sich mit Ausschreibungen beschäftigt, kommt an dem altehrwürdigen Vergabehandbuch des Bundes nicht vorbei. Es heißt übrigens nur im Beschaffungsvolksmund Vergabehandbuch des Bundes. Der vollständige Name ist Vergabe- und Vertragshandbuch für Baumaßnahmen des Bundes. Der Praxis ist das egal. Nicht nur der Bund, sondern auch Länder und Kommunen glauben alles, was da drin steht. Und Beschränkungen auf Baumaßnahmen? Pustekuchen. Dienstleistung, Wareneinkauf, unterhalb oder oberhalb der Schwellenwerte, immer wird das VHB genommen. Bequemlichkeit oder der Glaube, dass das, was von oben kommt, schon richtig sein wird? Irgendeine Mischung daraus wird es schon sein. Und jetzt steht da dummerweise drin, dass Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen von der Wertung ausgeschlossen werden, soweit negative Einheitspreise nicht ausdrücklich für bestimmte Positionen in der Leistungsbeschreibung zugelassen sind. Und was sagt jetzt das Oberlandesgericht in Karlsruhe dazu? Richtig, Pustekuchen! Oder Frau Meller, diese Bestimmung ist unwirksam. Warum? Weil es durchaus sachliche Gründe für negative Preise geben kann. Erhält zum Beispiel der Auftragnehmer bei der Durchführung von Arbeiten vermögenswerte Güter, kann und darf der Bieter dies bei seiner Kalkulation berücksichtigen. Und das kann zu negativen Preisen führen. Genauso war es hier. Der Bieter sollte grobkörnigen Boden liefern und einbauen. Und genau diesen Boden hatte er noch von einer anderen Baumaßnahme übrig. Und ohne die Beschaffungskosten ergab sich bei ihm ein negativer Einheitspreis. Nicht zu beanstanden, so das Oberlandesgericht Karlsruhe, in seiner Entscheidung vom 18. August 2023 natürlich, mit meiner Zeit voraus. Also glaubt nicht alles, was geschrieben steht, auch nicht alles, was ich erzähle, aber bleibt fair im Vergabeverfahren, dann klappt es mit dem Vertragspartner. Bis dann.